bekommen wir ganz unglückliche Anrufe von Besitzern, die irgendwo frisch renoviert haben und dann kommt die Katze an und zerkratzt die Tapete. Das darf man nicht überbewerten. Also was man als Erstes sagen muss, die Katze hat keine Krallenprobleme. Das ist eine stinknormale Katze. Das Kratzen an Gegenständen ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Persönlichkeit der Katze. Das ist das sogenannte Kratzmarkieren. Das muss sie tun, um sich wohlzufühlen, wenn sie zum Beispiel renoviert haben, möchte sie ja auch, dass es wieder ihr Raum ist. Sie wohnt da ja auch. Das ist nicht schön. Zugegebenerweise ist es auch ziemlich lästig. Dann sollte man sich im Vorfeld, zeichnet sich immer schon so ein bisschen ab, ob diese Katze gerne kratzt oder nicht. Es gibt ja verschiedene Arten des Markierens. Das ist einmal das Pinkeln. Das hat Gott sei Dank nur ein ganz kleiner Prozentsatz in der Wohnung perfektioniert. Am meisten wird gesichtsmarkiert, dann reiben die Katzen immer mit ihrem Kinn an so Gegenständen lang, meistens sehr unauffällig, auch für den Besitzer absolut erträglich und eben das Kratzmarkieren. Das ist, je mehr Katzen sie haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sachen gekratzt werden. Die müssen ja innerhalb ihrer Rang- und Hackordnung zeigen, hier war ich, nein, hier war ich und so weiter. Wenn Sie eine Einzelkatze haben, ist das meistens ziemlich schnell ausgestanden, das Thema. Dann lassen Sie die einmal da durchkratzen und dann braucht die nur einmal pro Woche die Stellen halt auffrischen. Die ganze Sache nimmt im Alter auch ab. Also so ab 10 Jahren haben die Katzen da gar nicht mehr so den Drang, sich selbst an der Tapete zu verwirklichen. Man kann das Ganze halt auch, ja, entweder stellen Sie vor die Stelle, wo gekratzt wird. Sie werden es aus Ihrer Katze nicht rauskriegen. Das können Sie vergessen. Da können Sie Wasser sprühen, so wie Sie lustig sind. Sie können da die sogenannte Verpiss-dich-Pflanze und ähnliche Sachen, die es in Baumärkten zu kaufen gibt, hinmachen. Sie können irgendwelche Pheromonstecker aufstellen. Das wird die Katze nicht davon abhalten, an bestimmten Sachen, die ihr kratzwürdig erscheinen, rumzukratzen. Sie können, entweder machen Sie die Stelle weg, indem Sie so, ja, es gibt so Korkmatten extra für Katzen, die kann man dann davor schrauben oder man kann sich überlegen, ob man dann vielleicht die Wände so halb hoch vertäfelt oder man kann da Plexiglas anschrauben oder man kann Sessel davor stellen oder man kann die Katze aus dem Raum sperren. Mehr Möglichkeiten haben Sie nicht und Sie können auch einer Katze nicht vorwerfen, dass sie sich wie eine Katze verhält.